dabei. Das Einzige, was deiner Langeweile entgegenwirken kann, ist unsere Zusammenstellung mit lustigen Momenten auf der Straße. Mach es dir bequem, vergiss nicht, dich anzuschnallen und los geht's! Was glaubst du, ob es möglich sein wird, die Autos gewinnbringend zu verkaufen, wenn zu ihren Vorteilen noch eine gute Schwimmfähigkeit hinzukommt? Eine Schranke ist kein Hindernis für diejenigen, deren Vorfahren selbst Gladiatoren nicht als Hindernis betrachtet haben. Die Verkehrsregeln für diese Straße sollte man im Jumanji-Handbuch nachlesen. Diese Autofähre bietet Platz für nur ein Auto. Unter kompetenter Leitung funktioniert sie aber genauso gut wie ihre größeren Kollegen. Schaff dir auch solch ein Monster an, wenn du es leid bist, ständig im Stau zu stehen. Oder so eins, wenn sich die Schlaglöcher auf den Straßen deiner Stadt genauso anfühlen.
Mach's dein Bett, deine Katze. Whenever you buy a used car, always pay attention to the gaps in the door. This is how you can tell if it's been in an accident or not. Ungefähr so bringen manche Eltern ihre Kinder aus dem Spielzeugladen heraus. Offensichtlich hat das Cosplay mit dem Pferd nicht funktioniert. Es hätte aber noch schlimmer kommen können, wenn nicht der aufmerksame Lokführer wäre. Ja, uitați-vă cum coboară. S-a oprit locomotiva ca să îi ridice bariera să dea cu spatele, să poată să treacă tren. Dacă ați mai văzut așa ceva. Doar. Heute haben wir eine ganze Parade von hilfsbereiten Fahrern. Überzeug dich selbst. Look at this. He can hit my truck. He didn't hit the job site. Look at this. Wow. Damn, I don't believe that. I would. Damn. Hope we don't catch Jackson. Kann ihm jemand sagen, dass er doch nicht so originell ist? Schranken sind Indikatoren für deinen Wohlstand. Sieht wie eine komplette Folge aus der zweiten Staffel der Serie unter der Regie von Mr. Bean aus. Wir haben etwa die Hälfte der Reise hinter uns. Es ist an der Zeit, sich aufzufrischen. Im Jahr 2020 gingen solche Rolls-Royce-Modelle wie warme Semmeln weg. Dieses Video hat etwas Seltsames an sich. Crazy. Look at them all coming up right here. Stop.
Fragst du dich auch, warum es hier keine Warnschilder gibt? Wow, wow, Prime, you just had in life. Wow, wow, taking her down. Took her down. Oh, it. Way to go. Way to go. Look. Oh. Oh. Nice. Sie scheinen sich nie über schlechte Straßen zu beklagen. Das verrückteste Surfen, das du je gesehen hast. Ältere Menschen haben es im Straßenverkehr schwer, selbst wenn sie nicht am Steuer sind. Zum Glück hat man diesem verirrten Mann noch rechtzeitig geholfen. Training unter der strengen Anleitung des Schöpfers. An der Begrüßung kann man sofort erkennen, dass der LKW aus Japan kommt. Merk dir Folgendes: Auch wenn du bereits ein großes Hindernis überwunden hast, solltest du kleine Hindernisse trotzdem nicht unterschätzen. Unser Autoausflug ist zu Ende. Vergiss nicht, das Video zu liken. Wenn unser Roadtrip dir gefallen hat, schreibe deine Roadtrip-Geschichten in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Hey Squad, möchtet ihr euer Leben als Comics sehen? Geschichten, die so peinlich sind, dass selbst die besten Freunde nichts davon wissen. Sagt jetzt nicht, dass ihr solche nicht habt. Sie gehören in den Anon-Bitte-Kanal. Schaut es euch an. Einfach hier klicken.